fertig, los zum 23. Zum 23. Mal trafen Athletinnen und Athleten zum Hallensiebenkampf für Jedermann in Berlin aufeinander. Bombenstimmung bei allen Teilnehmern. Super, ich bin happy, wieder mal hier zu sein, wie jedes Jahr, und bin jetzt aufgeregt wie nichts nach dem Wettkampf und freue mich, jedes Jahr dabei zu sein. Ja, super, also deswegen kommen wir ja extra hierher, aus Hamburg, und das ist eine ganz feste Größe hier in unserem Ablaufplan jährlich, und das pusht einen natürlich richtig. Über 2 Tage verteilt hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, in der Halle ihr Können unter Beweis zu stellen. Ich habe noch nie in meinem Leben richtig Leichtathletik gemacht und bin trotzdem hier. Und ich glaube, das ist auch der Spirit, einfach, dass man hier sein kann, Spaß hat, Spaß an der Bewegung, Sport machen kann zusammen. Doch die Veranstaltung trug nicht umsonst den Namen für Jedermann. Denn die Besonderheit unter den Athleten gab es auch diejenigen, die die verschiedenen Disziplinen mal ausprobieren wollten. Die LG Nord stand für Neulinge in der Leichtathletik immer bereit und half, wo es nur ging. Das Besondere ist, dass man hier kameradschaftlich zusammen was macht. Also es ist Mehrkampf, jeder pusht den anderen, jeder unterstützt den anderen. Dass nicht nur die Menschen, die im Verein gebunden sind und dort Leichtathletik betreiben, hier sich mal versuchen können, sondern dass es übergreifend ist, Vereinssportler und Freizeitsportler. Dass man eben mittendrin ist mit dem Publikum, die ganzen Athleten untereinander feiern sich an. Dass man innerhalb der Riegen wie eine Familie irgendwann wird und mit jedem mitfiebert, obwohl es eigentlich Konkurrenten sind. Die rund 180 Teilnehmer aus dem In- und Ausland durften in Riegen aufgeteilt an 7 Stationen Punkte sammeln. 60 Meter Sprint, Weitsprung, Hochsprung, Kugelstoßen, 60 Meter Hürden, 1000 Meter und Stabhochsprung. All das, was das Athletenherz so begehrt. Enrico Merzdorf vom Hamburger SV konnte sogar seine neue persönliche Bestleistung im Stabhochsprung präsentieren. Ich trainiere das auch speziell, und ich hatte jetzt viele Wettkämpfe, wo es nicht so gut lief, wo ich weit unter meinen Leistungen aus dem Training geblieben bin, und jetzt, heute ist der Knoten aufgegangen und neue Bestleistung mal rauszukommen. Ich bin happy, zufrieden und freue mich riesig. Für die tollen Leistungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gab es auch Urkunden, Medaillen und Pokale für die Einzel-, Paar- und Teamwertung. In der Teamwertung schafften es die Teilnehmer aus Polen. Vielen Dank an den Veranstalter. Hier sind so viele freiwillige Helfer, und die das hier auf die Beine stellen. Und einfach nur, damit wir Spaß haben können und einfach eine gute Zeit haben, finde ich super. Ich kann jetzt sagen, dass wir sehr schnell durch waren mit allem. Es hat also in unserer Riege super geklappt. Und wir haben ja auch noch einen kleinen Heimweg. Insofern sind wir natürlich auch froh darüber, dass das dann so nahtlos gelaufen ist. Ne? Ich komme auf jeden Fall wieder, da gibt es gar keine Diskussion. Und ja, dann wird es auch besser als dieses Jahr. Alle Teilnehmer, ob Athlet oder nicht, können stolz auf ihre Leistungen sein. Und vielleicht trauen sie sich ja selbst, im nächsten Jahr zum 24. Hallen-Siebenkampf diese Disziplinen einmal auszuprobieren. Die LG Nord freut sich schon jetzt auf sie.